Da stand sie, ganz oben, und sie hatte sich die höchste Brücke in Deutschland ausgesucht. Eisiger Wind kam von unten aus dem Tal zu ihr nach oben und sie hielt sich krampfhaft an den eisernen Geländerstäben hinter ihr fest. Fast würde sie rutschen, denn das war kein Platz, um darauf länger zu verweilen. Unten sah sie das Wasser. Wie Diamanten auf einem Spiegel glitzerte das Wasser zu ihr nach oben. Von fern hörte sie Stimmen, aber das war jetzt nicht das, worauf sie sich fokussierte, sondern es war das, was sie jetzt gleich tun würde, was in ihrem Kopf war. Und dann gab sie sich selbst das Kommando, jetzt, und sie sprang. Nein, diese Frau hat sich nicht umgebracht, sie sprang nicht vom Leben in den Tod. Nein, sie hatte sich zu ihrem 30. Geburtstag diesen Sprung quasi als Grenzerfahrung, als Adrenalinkick zum Geburtstag schenken lassen. Und sie hatte sich sehr gut darauf vorbereitet. Immer wieder war sie in Gedanken diesen Sprung durchgegangen. Wie würde es sein? Wie würde sie das machen? Was würde sie dabei empfinden? Als diese junge Frau mir dieses Erlebnis erzählte und auch so berichtet hat, wie sie sich da gefühlt hat, da habe ich als erstes gesagt, ja, hatten Sie denn keine Angst? Nein, sagte sie fast lachend, ich hatte keine Angst. Ich bin ja auch gar nicht alleine gesprungen. Das, was ich da gemacht habe, das nennt man Tandem-Bungee-Springen. Man springt mit einem Trainer zusammen. Man ist total fest mit dem Trainer zusammengegurtet. Man hat Sprechkontakt und man ist nicht alleine. Man hat auch nicht das Gefühl, dass man allein ist. Und ich hatte mich so gut darauf vorbereitet, dass ich mich 1000%ig auf ihn verlassen konnte. Etwas später dachte ich darüber nach, was sie da so erzählt hatte. Und ich dachte, hey, genau so müsste es uns mit Jesus gehen. Genauso 1000%ig müssen wir davon überzeugt sein, dass wenn wir mit ihm verbunden sind, wir springen können in die Ausweglosigkeiten, die sich vor uns auftun, in die Täler, die sich vor uns auftun, in die Dinge, die wir nicht berechnen können, in diese Sachen, die uns Angst machen. Wir sind mit ihm verbunden und uns wird nichts passieren, weil er alles in der Hand hat. Er ist wie in diesem Sprung der Trainer. Wir sind fest mit ihm verbunden. Wir sind in Sprechkontakt mit ihm. Wir sind einfach spürbar mit ihm zusammen und unterwegs. Nichts kann uns geschehen. Ich habe in der Bibel einen sehr passenden Vers dazu gefunden, der heißt: Unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Das lesen wir im Johannesbrief. Unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und dem Sohn Jesus Christus. Weißt du, wir sind nicht mit einem natürlichen Menschen, mit einem Trainer verbunden in den ausweglosen Situationen unseres Lebens. Nein, wir sind in der Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn. Und in dieser Gemeinschaft sind wir unantastbar. Wir sind mit ihm gemeinsam unterwegs. Wir können nicht alleine sein. Er ist immer bei uns und er wird mit uns in die Dinge gehen, die uns wirklich beängstigen. Ich möchte dich ermutigen, heute dich danach auszustrecken zu diesem Gott hat mehr für mich. Gott hat mehr für mich in diesem Bereich der Gemeinschaft, des Zusammengehörens mit Gott und mit Jesus Christus. Da gibt es wirklich Land einzunehmen. In diesem Gott hat mehr für dich.